Habt ihr auch einen Tipp für Schüler, die sich jetzt gerade entscheiden müssen, was oder wo sie studieren sollen? Ich glaube, so ging es mir damals auch nach dem Abi oder während der Abi-Zeit. Man weiß nicht so richtig, was man wirklich machen möchte. Fix später, irgendwas in die Wirtschaft war der Plan jetzt auch bei mir. Aber das Studium hingegen, wie vielleicht auch vorhin schon erwähnt, ist relativ breit aufgestellt. Also von Marketing über Buchhaltung bis hin dann auch Logistik und Sales ist alles mit dabei. Sprich, man kann dann dieses Studium mal antreten und die unterschiedlichen Fächer begutachten oder teilnehmen vielmehr, um dann sich auch später und im Laufe des Studiums, hauptsächlich auch in den Praxisphasen als Werkstudenten, in den Vertiefungen im sechsten Semester dann, sich wirklich vertiefen und dann sich in die Richtung entwickeln, die man dann wirklich auch anstreben möchte und die einem Spaß macht. Um da noch vielleicht was hinzuzufügen, also es gibt auch von der Hochschule Esslingen, soweit ich weiß, oder hoffentlich gibt es das noch, so Schnupperstudientage, wo man irgendwie einen Tag lang in verschiedene Vorlesungen gehen kann. Also wenn man sich nicht ganz sicher ist, hey, will ich das machen, dann kann man sich einfach mal ein paar Vorlesungen anhören, die zu dem Studiengang passen. Nicht abschrecken, oft sind die vielleicht auch noch im Grundstudium und ihr seid vielleicht in einer, keine Ahnung, Mathe-Vorlesung gelandet. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, das zu machen. Dann habt ihr mal eine Ahnung, was da auf euch zukommt später mal. Ein weiterer Tipp, vielleicht auch Mut zu haben, was zu studieren, was nicht jeder macht. Also BWL machen relativ viele, kann auch absolut Sinn machen. Wir haben es auch in eine ähnliche Richtung gemacht. Aber wenn man was macht, was nicht viele machen und man sich nur denkt, okay, aber das macht irgendwie keiner, einfach machen, was einem Spaß macht. Also das ist so, was ich mitgenommen habe. Das kommt dann bei uns immer später in der Vertiefung. Da kommt dann wirklich erst so, okay, das macht mir wirklich Spaß, was ich jetzt eigentlich gewählt habe. Deswegen, das kann man auch von Anfang an machen. Und als letzter Tipp vielleicht, ich mache gerade nebenher noch meinen Wirtschaftsinformatik-Master. Es macht auf jeden Fall Sinn, irgendwas mit IT noch mit reinzunehmen, wenn ihr dafür brennt. Wenn euch das gar nicht interessiert, dann macht es auch nicht. Aber in der Regel, die Zukunft ist auf jeden Fall darauf ausgerichtet. Also wenn ihr da Komponenten habt, die euch Spaß machen, dann entweder lernt das Nebenstudium oder wählt so einen Studiengang, wo ihr auch in der IT-Branche gut aufgestellt seid. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.